Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen ILM Talk. Heute habe ich einen ganz tollen Gast, Maria Koschny. Maria ist 1981 in Berlin geboren, sie ist Widder, aber nicht nur das, sie ist auch Synchronsprecherin für Jennifer Lawrence, Lindsay Lohan und viele mehr, ihr kennt sie ja ganz hier. Aber ich weiß nicht, ob ihr wusstet, dass sie auch Sängerin ist. Und darüber möchte ich mit Maria heute sprechen und sag einfach mal, hallo Maria. Hallo, geil, wollen wir nicht darüber sprechen, dass ich Widder bin? Das hat ja noch nie jemand erwähnt, das finde ich großartig. Ja, aber meine Frau ist doch auch Widder, deswegen. Ja, sehr gut, stimmt, das hatten wir ja mal besprochen. Aber ich bin auch Krebs im Aszendenten. Oh, ne? Das ist sie. Das ist ja ein großer Widerspruch in sich. Verstehe, ich glaube, sie ist auch Krebs. Oh, weia, na dann. Ja, passt deswegen verstehen wir uns so gut. Ja. Verstehst du dich gut mit deiner Frau, das ist gut. Ja, in jedem, ich bin ja Skorpion, da steht drin Skorpion, Widder funktioniert niemals, aber wir sind jetzt seit 22 Jahren zusammen. Also. Schade. Ja, Skorpione sollen anspruchsvoll sein. Ja, aber auch sehr treu. Aber auch sehr was? Sehr treu? Treu, ja. Ja, gut in der Ehe, finde ich gut. Ja. Daumen hoch, Iva, für Treue, finde ich gut. Der Treue passt super zu meiner ersten Frage, Maria. Bist du katholisch oder evangelisch? Ich war evangelisch getauft und bin ausgetreten. Ah, verstehe. Also ich bin durchaus gläubig in einem Sinne der spirituellen Dinge. Ich denke nicht, dass es Zufälle, also beziehungsweise es fällt einem ja was zu, es ist ja auch ein Zufall. Ich denke schon, dass das alles so seinen Sinn hat, wie das so läuft. Aber ich gehe dafür nicht in die Kirche und ich glaube nicht so richtig an den Gott. Verstehe. Es ist zu hart, aber nein. Also das heißt, warst du früher im Kirchenchor? Nein, ich war nur im Schulchor, aber ich wurde in die, ich kenne eigentlich witzigerweise nur die katholische Kirche. Ich wurde sowohl von meiner Tante in die Kirche geschleift, als auch von meiner Großmutter. Okay. Und ich war auf einer katholischen Schule. Also ich glaube, eigentlich bin ich katholisch. Aber wenn du im Schulchor warst, dann passt das ja auch, weil meine Frage war, was hat dich denn zur Musik gebracht? Ah, auf keinen Fall der Schulchor. Der war krass. Schulchor war Pflicht, damit wir, also ohne Schulchor, hat der Lehrer gesagt, haben wir keine Chance auf eine Eins. Fand ich krass. Also ich wär auch freiwillig reingegangen, aber so hatte ich ein bisschen Druck. Klar, das Singen hat mich immer schon begleitet, eigentlich auch eher, eine Zeit lang ging es dann eigentlich los, auch durch meine Mutter, die singt ja selber, die Katharina Koschny. Und also tatsächlich, so der richtige Auslöser, dass ich gemerkt habe, so, oh mein Gott, ich will es auch machen, war ein Ex-Freund. Okay. Also schon lange her. Ganz lange her. Ich glaube schon 15 Jahre oder so. Der hat Musik gemacht und das war irgendwie, das hat halt auch so reingehauen bei mir. Das fand ich so geil, was der gemacht hat. Und irgendwie dachte ich da, das jetzt muss ich auch. Und dann habe ich mich aber ganz lange nicht getraut. Und dann habe ich ganz viel Gesangsunterricht genommen und lauter solche Sachen. Und dann irgendwann mein eigenes gefunden. Und jetzt, Mensch, mit kurz vor 40, darf man da unten vergessen, so, bin ich jetzt da gelandet. Bevor wir da hinkommen, also bleiben wir mal bei deinem Ex-Freund. Das war ja auch so Teenager. Was war das denn in dieser Teenagerzeit? Was hast du für Musik selbst gehört? Ich habe eigentlich das Gleiche wie jetzt auch. Stimmt nicht. Ich war immer noch so ein bisschen mehr auf R&B und ich bin ja sehr Mariah Carey und Christina Aguilera geeicht. Das ist, daher kommen auch wahrscheinlich immer viele Schnörkel. Also auch sehr Pop-lastig. Ich wollte nie Pop machen, weil ich dachte, Pop ist halt, macht halt jeder irgendwie und wollte irgendwie was Anspruchsvolleres machen. Ich hatte eine Jazz-Gesangslehrerin, die war halt natürlich auch so, hat mir dann immer so Stücke gegeben, wo sie meinte, das ist doch vom Thema her, was ist denn das hier? Darüber kann man nicht singen. Nein, also so hat sie es nicht gesagt, aber sie hat mir halt immer anspruchsvolle Sachen gegeben und Sachen, die wirklich so Seelenfutter sind und das finde ich halt total cool. Bin aber letztendlich jetzt doch auch beim Pop gelandet, ne? Was war deine Frage? Meine Frage waren deine Vorbilder auch. Also Mariah Carey war dein musikalisches Vorbild. Naja, nee, ich habe sie halt viel gehört. Vorbild tatsächlich dann bewusst Lauryn Hill zum Beispiel. Finde ich auch immer noch mega geil. Also gerade die Kombi mit Rap und Gesang und wenn sie ihre Unplugged-Konzerte gemacht hat, auch immer mit Gitarre und so angeschaffelt und so. Ah, das ist immer geil. Das war irgendwie, fand ich sehr, sehr cool. Ja, sehr schön. Ja, Lauryn Hill, unterschreibe ich dir sofort. Du bist ja dann, wenn wir jetzt in die Jetztzeit springen, ich habe es ja bei Instagram überhaupt
gesehen, du hast einen eigenen Account dafür erstellt. Maria Koschny Musik, glaube ich, ne? Oder? Ja, Musik, genau. Genau. Wir werden auch dazwischen, zwischen unserem Interview auch immer mal ein paar kleine Sequenzen reinspielen. Für alle, die deinen Account noch nicht kennen, um das zu möchtest du, dass die Leute dir folgen? Nein, niemals. Okay, nein, dann werde ich das recht einspielen. Nein. Ja, schön. Ja. Nein, ja, natürlich, da, es ist jetzt eher so wie so ein Tesla, weil es ist einfach, oder das heißt Tesla, aber es ist halt einfach mal, ich meine, die meisten Leute, die kennen mich halt auch privat und für die ist es vielleicht ganz witzig, sich mal so ein paar Videos reinzuziehen, jetzt für Fremde, die mich nicht kennen, das ist erstmal so, was soll denn das jetzt hier? Die begleiten mich eigentlich beim Aufnehmen, bei der Arbeit am Album, was ich habe es im letzten Video, glaube ich, gesagt, 2025 rauskommt. Ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich. Ich wollte es schon sagen, weil ich habe das Video gesehen. Naja, es ist ja toll, dass du das machst, weil letztendlich, wenn dein Album dann irgendwann rauskommt und die Leute dann auf dich aufmerksam werden, können sie auf jeden Fall die Entstehungsgeschichte nochmal erkennen. Und man sieht ja in deinen Videos auch Fabrice. Und jetzt ist meine Frage, wer ist denn überhaupt Fabrice? Okay. Wer oder was ist überhaupt Fabrice Richter-Reichheim, hat selber gerade ein Album oder ist dabei, ein Album rauszubringen. Ich meine, es ist ganz blöde Zeit jetzt mit Corona. Es ist ganz schlecht, dann irgendwie Promo zu machen. Konzerte wurden abgesagt, logisch. Aber hat auf jeden Fall schon, ich glaube, jetzt 3 Singles. Jetzt bin ich auch nicht mehr ganz up-to-date rausgebracht und ist schon in den Charts auf Platz 85 oder so gestartet. Also auf jeden Fall coole Socke. Manche kennen ihn vielleicht auch von, ich will immer sagen, Germany's Next Topmodel, aber er ist schön, weil da war er nicht. Ich glaube, es gibt immer noch kein Germany's Next Topmodel für Männer, oder? The Voice, genau. Und daher kennen ihn, glaube ich, auch ganz, ganz viele. Und er macht aber auch schon seinen Lebtag Musik. Der ist ja noch jung in meinen Augen, er ist ja über 10 Jahre jünger als ich, aber kommt halt aus einer Musikerfamilie. Und ja, ich finde halt, dass das irgendwie, das matcht halt total. Das war ein totaler Glücksgriff. Der bringt halt noch mehr Pop natürlich rein. Er selber macht auch Deutschpop. Und, aber er macht das Ganze halt ein bisschen kommerzieller, ne? Also das ist, der gibt dem Ganzen dann ein bisschen den Wumms. Das verstehe ich. War das für dich immer eine Überlegung zu sagen, du gehst zu The Voice? Nein. Weil ich erstens, ich habe von diesen Knebelverträgen gehört. Ich glaube auch nicht, dass, soweit ich das gehört habe, dass Fabrice deswegen hingegangen ist, sondern auch, ich weiß es gar nicht genau. Ich hatte ihn mal gefragt, aber ist auch seine Geschichte, soll er sie selber erzählen. das ist ein Interview über Fabrice. Hallo, Fabrice. nee, aber Fabrice, The Voice, ach so, ja, nee, ich halte mich jetzt auch nicht für jemanden, der alles singen kann. Also ich habe auch meine Grenzen und so, aber genauso wie, das hat mir auch mal jemand gesagt, der meinte, oh, ich will unbedingt belten können und ich will das alles so rausschreien. Dann meinte ich, ja, dann entweder lernst du es halt, das kann man ja dann machen, aber für die Musik, die man selber macht, muss man auch gucken, ob man es braucht. Norah Jones hat nicht einmal irgendwie, wird die laut oder so, also ich kenne zumindest jetzt keinen Titel, es ist alles smooth und sie ist trotzdem eine Weltgröße geworden und das ist halt, such deinen Stil, denke ich halt, ne? Und denke ich so. Und da passt es bei mir halt nur partiell irgendwie rein. Und ich würde jetzt nicht Auftragsmusikerin werden oder so, oder Sängerin, so Studiosängerin, klassisch. Fabrice, wie hast du ihn denn kennengelernt? Hast du ihn angeschrieben oder? Ja, weil auch nur, ich habe gar nicht groß gesucht, weil ich das total schwierig finde. Und tatsächlich war es so die typische Sache mit Connector, einer kennt den und der kennt den. Ja, ging eigentlich letztendlich über meinen jetzigen Freund. Ja. Also jetzt, das ist mein für immer Freund, aber... Also über meinen Freund. Ich sag nichts Falsches. Das ist live. Und wie oft gehst du denn jetzt so in der Woche ins Studio? Ich kann leider nur einmal maximal gehen. Ich arbeite ja noch und ich habe ja ein Kind. Ja. Ein kleines Kind. Und deswegen. Es sieht so aus, durch Instagram sieht es so aus, als würdest du jeden Tag ins Studio gehen. Genau. Ich bin einfach immer da. Aber ich poste eigentlich immer einmal die Woche. Ja. Und ansonsten nehme ich ja Gesang im Auto auf, wie du ja vielleicht auch schon gesehen hast. Das wäre dann völlig schwachsinnig. Ich weiß auch nicht. Aber dann war mir, glaube ich, extrem langweilig im Stau. Ich stand das erste Mal wieder im Stau seit Corona-Zeiten. Wahnsinn. Was? Echt? Wirklich im Stau? Ich lag an einer Baustelle. Achso, okay. Und wie ist es, wie läuft das Songschreiben da bei dir ab? Also schreibst du die Texte oder auch komponierst du die Songs oder wie stelle ich mir die Zusammenarbeit vor? Oder ist er nur Produzent? Fleiß gibt, du hängst auch. Warte mal, wieso? Ich hänge auch. Ach, jetzt ist die Verbindung schlecht. Jetzt bist du klein gesprungen. Warte mal, ich. Wie gut, dass es live ist. Nein, warte mal, ich
Tasche gepackt, Kaffee im Sack, es geht auf zu Fabrice. Ich hoffe, dass ihr da draußen das schöne Wetter genießt. Also, teils zwei, nachdem die Verbindung abgebrochen ist. Das ist so viel Zeit vergangen, dass ich schon meine Frage wieder vergessen habe. Wie das ist mit dem Schreiben, ob ich Texte schreibe, ob ich komponiere. Genau. Und dann wolltest du nicht drauf antworten und deswegen hast du so getan, als wäre die Verbindung weg. Ganz schlechte Verbindung. Doch, mag ich darauf antworten. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt eher auf die Reihenfolge sozusagen abzielt, also erst Texten oder erst Musik. Also ich mache die Musik, soweit es geht, selber. Ich habe aber auch erst 2015, glaube ich, so richtig angefangen, als ich mir endlich Logic gekauft habe. Okay. Ich dachte, das ist schön günstig. Und dann habe ich gemerkt, ich brauche einen neuen Rechner dafür. Dann war nicht mehr so günstig. Aber trotzdem, geiles Programm, bin ich sehr, sehr Fan von. Und man kann sich inzwischen halt auch mit Splice total behelfen, wenn man eben selber sehr schlecht oder gar kein Instrument spielt. Wie es bei mir ist, ist es so ein bisschen, ich habe früher immer das Klavier zum Komponieren benutzt. Mhm. Und heißt aber nicht, dass ich geil spielen kann. Und Gitarre klingt auch ganz mies, aber auch das habe ich dann benutzt mit den wenigen Akkorden, die ich dann spielen konnte. Auf dem Klavier kann man wenigstens dann alle Akkorde spielen. Wenn man dann, und das verstehe ich auch musiktheoretisch, die Gitarre verstehe ich. Aber ich liebe den Sound. Und das heißt, ich mache das alles am Computer und Fabrice macht es dann schöner nochmal, tauscht gegebenenfalls was aus oder spielt halt noch ganz viel rein und der spielt natürlich dann selber, da stehen die ganzen Gitarren rum und Klavier, er kann natürlich alles spielen, ist ja ganz klar, so, alles, was ich gerne können würde. Und ansonsten ist es bei mir so, dass ich eigentlich inzwischen eher mit dem Instrumental anfange und meistens mich sogar davon inspirieren lasse. Ah, okay. Und dann anfange, Text zu schreiben, genau. Beziehungsweise auch ich habe eine Zeit lang, habe ich sogar irgendwie Sounds aufgenommen. Da hatte ich irgendwann mal, war ich in Hamburg am Hafen da und hatte irgendwie so lachende Kinder-Sounds. Den Track gibt es jetzt noch nicht auf dem Album, habe ich irgendwie nicht mehr weitergeschrieben. Aber das war auch total geil, so als Einspiel. Das war, ja, dann hast du halt ein Thema, was weiß ich, geht's halt um, ey, lach doch einfach mal. Also gut, ist jetzt nicht das hellste Thema, aber es wäre ein guter Song geworden. Und lauter solche Sachen. Oder als ich in Island war, oder auf Island, das ist eine Insel, aber auch ein Land. Also als ich in Island war, da habe ich dann auch irgendwie eine Karaoke-Bar aus dem Fenster irgendwie aufgenommen oder irgendwie so Sachen. Und das gibt dir halt auch total viel. Das kannst du ja alles mit einbauen, solche Sachen. Und ansonsten natürlich auch Geschichten von anderen, wobei ich die dann in Ich-Form schreibe. Ich finde es immer ganz schwierig, wenn du in der dritten Person schreibst. Ich finde, das geht halt einfach näher, wenn es aus der Perspektive ist. Ja, ich habe noch nie einen Text, einen Musiktext geschrieben, weil ich bin auch nicht so, ich kann auch reimen, kann ich nicht so toll. Ach, das lernt sich. Ich muss es ja auch nicht können, deswegen. Aber es ist spannend, dass du also erst mit der Musik anfängst und dann sozusagen für dich ein Layout baust, komplett auch mit Beats und dann die komplette Session dann rübergibst. Oder machst du es so, dass du sagst, ich mache jetzt nur auf dem Klavier die Akkorde, singe dazu den Song ein? Ich fange meistens am liebsten mit auch einem Pad oder so, also was so eine unterlegte Stimmung hat. Wie sagt man das denn jetzt schön? Also dass einfach so eine Grundstimmung schon mal da ist und dann natürlich ein bisschen Beat drauf, weil muss ja auch ein gewisses Tempo haben und muss irgendwie auch schon in eine Richtung gehen, aber einfach eher als Gerüst. Und dann singe ich meistens irgendwie schon alles schnell einfach nur in den Rechner ein irgendwie, weil ich die Ideen dann behalten will. Und dann baue ich meistens so drumrum, weil ich gar nicht so richtig Bock habe auf den instrumentalen Teil. Also ich mag das auch, aber ich bin kein Frickler. Also ich sitze nicht gerne ewig am Rechner und gucke und ich mag das dann, wenn irgendwie coole Sounds entstehen oder Sachen zu suchen. Aber ich bin jetzt nicht so,
Also ich wäre jetzt kein guter Produzent, der dann sagt, oh ja, nee, das muss man noch austauschen und der Sound, das klingt geiler. Und dann, ich fühle mich dann wie so, wie aus der Parfümerie kommt. Irgendwie, ich rieche dann nichts mehr. Ich kann dann auch nichts mehr hören. Das ist dann einfach zu hohes, zu großes Angebot. Ja, das ist sowieso schöner im Studio zu sein, wenn du den Song immer wieder 1-10 Sekunden lang das gleiche hörst. Das kenne ich aus meiner Erfahrung. Ich habe in meinen Jugendsünden war ich auch oft, habe auch Musik produziert, das war eher Hip-Hop. Und dann wollten die Leute immer mitkommen. Und ich sage, ey, das könnt ihr euch sparen, das ist total langweilig. Nein, nein. Nach einer Viertelstunde haben sie dann von alleine gesagt, okay, ich gehe wieder, weil wenn du immer wieder das Gleiche hörst, irgendwann geht dieses auf den Nerv, wenn du nicht mit drin im Projekt drin bist. Du selbst findest das toll, du kannst dir das 100.000 Mal die Szene anhören und dran schleifen. Und für jemanden Fremden ist das sehr, sehr schwierig. Ich habe mit Markus Löhr, das ist der Produzent, der auch von Hubert K. und auch der Keyboarder von damals, der hat Sandra produziert und alles. Und der hat auch die neuen Prinzessin Lillifee Sachen gemacht. Und da habe ich ihn gefragt, wie er Musik komponiert hat. Und dann hat er mit Hubert K. ganz oft auch einfach im Auto. Also sie haben einfach gespielt und er hat irgendwelche Worte gesungen, um zu gucken, um die Melodie zu finden. Das ist auch sehr, sehr spannend, auf jeden Fall. Das habe ich von, haben das nicht die Beatles auch gemacht? Yesterday hieß, glaube ich, erst Scrambled Eggs. Witzig, ja. Kann man natürlich auch, ich finde, es gibt 1000 Wege, das Pferd aufzuträumen. Also. Ja, genau. Auf jeden Fall ist es genauso wie beim Schreiben. Also der eine sagt, ich muss vorher alles plotten. Und der andere sagt, ich schreibe einfach, Stephen King, der sagt, ich schreibe einfach drauf los. Echt? Also, das wusste ich. Das mache ich jetzt bei der dritten Staffel bei Ghostbox auch so. Einfach doch. Das erste Mal. So gespannt, ob es anders wird. Ich auch. Aber was ich merke, ist natürlich, du hast beim Schreiben noch mehr Spaß. Weil wenn du vorher alles plottest, also gerade über 10 Stunden, du merkst dann ab Folge 5, 6 geht es dann doch auseinander, weil die Figuren dann schon das machen, was sie wollen. Und dann ist es sowieso für mich wie so ein Abarbeiten. Und jetzt beim einfach drauf losschreiben, ich rede einfach weiter, die Verbindung ist schon wieder weg. Bist du noch wieder da? Schön auf Abstand. Ah, die sind nicht transponiert, die ha. Schweine. Fabrice macht hier gerade das Unmögliche. Unmögliche. Unmöglich. Wir müssen das nochmal neu einsehen. Du bist so wunderschön, kann nirgendwo mehr hingehen, ohne dein Bild von mir zu sehen. Tag sind mir für immer, 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 immer. Hat dich nur ganz kurz gesehen, doch die Zeit blieb ganz kurz stehen. So was Schönes noch nie gesehen. Spür im Herzen so ein schnelles Ziehen, während wir durch die Straßen ziehen. Ja, aber es liegt anscheinend doch in unserem blöden Internet. Ich weiß auch nicht, warum es so schlecht ist. Wir haben da schon öfter gemeckert, aber es bringt nichts. Also ab Folge 4, weißt du noch, was du gesagt hast? Ab Folge 4 ist es dann... Ist auch nicht mehr. Also genau, da war es so, dass ab Folge 4, 5, dann geht es meistens auseinander, weil die Figuren einfach sagen, ich möchte einen anderen Weg gehen. Sprichst du mit deinen Figuren auch? Beim Schreiben lese ich alles laut vor. Also ich spreche wirklich laut, um einfach zu gucken, kommt es überhaupt von Lippen, klingt das gut und Ich stelle mir das unglaublich schwer vor, Dialoge zu schreiben. Ich finde es immer ganz beeindruckend bei der Synchronarbeit, wenn wir... Wenn du einen Streit hast zum Beispiel und wenn du denkst, Alter, das kann sich eigentlich ja keiner ausdenken, weil das ist so echt und so würde ja so wie man im Streit redet, würde ich jetzt also das kommt so im Affekt, finde ich. Ja. Dass ich ganz schwer finde, das aufzuschreiben und ich weiß auch gar nicht, inwieweit ein Autor dann tatsächlich so aus seinem Privaten da schöpft oder da ist ja immer was Persönliches mit drin, aber so rein bei den Dialogen ja eigentlich versucht man es ja eher nicht, oder? Ich meine nicht, dass sich dann die Frau plötzlich wieder erkennt und denkt so, also Iva, da hast du... baue sehr, sehr viel aus dem Privaten oder aus dem Freundeskreis, was man mitbekommt, aus dem Café, baue ich alles ein. Und aber natürlich auch, du merkst einfach, dass du beim Streit, als Beispiel Streit, du ja nie auf deinen Gegenpart hörst. Du willst deine Version verkaufen. Das heißt, beim Streit reden sie nicht miteinander. Nicht wirklich. Ah, und das ist dann der Trick? Das ist der Trick. Also es geht eigentlich eher darauf zu achten, in welchen Situationen hören sich die Figuren
zu, wann nicht, wann reden sie aneinander vorbei und im Streit willst du gar nicht die andere. Und das dann dadurch wird es echt, weil du dann, einer sagt seine Meinung und der andere reagiert gar nicht drauf und bringt eigentlich ein ganz anderes Beispiel. Und deswegen, ja. Aber bleib mal bei dir. Warum, du singst ja auf Deutsch. Ja. Was gab es da für eine bewusste Entscheidung? Kommen wir nun zum eigentlichen Tageswerk. Keiner ist wie du. Weißt du, ich meine. So, tun jetzt nämlich mal so, als könnte ich singen. Keiner ist wie du. Wir machen da Autotune drauf heute. Wir sind voll fancy. Geil. Ja, es gab tatsächlich eine Zeit, in der habe ich mich geweigert, auf Deutsch zu singen, weil du auf Englisch viel schöner singen kannst. Also als ich noch wirklich einfach singen wollte. Mhm. Und als ich dann selbst angefangen habe zu schreiben, zusätzlich habe ich gemerkt, es gibt halt dann irgendwann Grenzen. Ich bin kein Native Speaker, ich finde mein Englisch ist eigentlich nicht besonders tauglich. So. Ich wunderte mich immer, weil wir am Tag, gerade durch die Synchronarbeit, enorm viel Englisch ja hören. Das meiste kommt ja aus Amiland. Aber dadurch wahrscheinlich, dass du immer gleich das Deutsche liest, was ja vielleicht auch nicht immer die beste deutsche Übersetzung ist. Also es kommt halt sehr viel Denglisch bei raus, ne? Und dadurch ist man auch nicht so im Sprechen, sondern du hast halt immer gleich das Deutsche dazu. Und ich habe das Gefühl, dass dadurch das vielleicht auch gar nicht so einen Lerneffekt hat, weil ich immer dachte, naja, dann muss das Englisch ja super sein. Also viel verstehen ja, aber wenn es dann an bestimmte Sachen geht, wie drücke ich das und das aus, dann ja, wenn du dann anfangen musst, noch über Sinn nachzudenken und welches Wort du wählst, dann das ist dann auch irgendwann anstrengend. Also das kommt dann auch nicht, da kommt dann nicht so ein Fluss raus, finde ich, als wenn du in deiner Muttersprache textest. Und das hat eine ganze Weile gedauert. Ich glaube, letztendlich kam die Entscheidung auch bei einem Songwriting-Workshop bei Mazen Abu Daken, kann ich gleich Werbung machen, das ist ja auch aus dem Synchron-Business. Aber wir kannten uns nicht aus dem Synchron. Ich kannte ihn nur von einem seiner Bücher, das ich mal gelesen hatte und dachte dann, dann hatte ich ein Casting bei ihm und dann dachte ich, bist du nicht der das Buch geschrieben hat? Möchtest du in meinen Workshop kommen? Ich so, ja, da sind noch Plätze frei, ja cool. Und da habe ich dann auch irgendwie, das ist dann auch nochmal ganz gutes Handwerk dazu zu haben, also nicht nur aus dem Feeling zu schreiben, sondern auch wirklich eben lyrisch zu schreiben. Also ich wollte dann halt eben, ja, ich wollte eben auch coole Bilder dann auch haben und so. Und ja, das war dann, glaube ich, die letztendliche Entscheidung zu merken, wenn ich das jetzt auch auf Englisch machen muss, dann wird es gar nichts mehr. Und ich finde der Deutsch auch ganz geil. Und Rap finde ich halt, da macht mir halt die deutsche Sprache so viel Spaß, weil du ja auch so viel, naja, ob es jetzt Teekesselchen sind oder sowas, ne? Also du kannst so viel Gefrickel reinbringen. Du kannst halt richtig mit der deutschen Sprache echt arbeiten und spielen und so. Wenn du jetzt an eine Musikproduktion denkst, überhaupt diesen Weg, den du gehst, was macht dir denn da jetzt am meisten Angst? Jetzt hat Angst gemacht, die Leute. Doof, ne? Aber das hören nicht. Es kam einfach, das war gerade schön Cliffhanger-mäßig. Ich habe dich gefragt, was macht dir am meisten Angst und dann warst du wieder weg. Und du bist auch jetzt schon wieder weg. Und es ist wieder soweit, es ist ein Fabrice Friday. Let's go. Bring das Lächeln des anderen zurück. In the mix! Alles andere haben wir nicht Fabrice mehr. Fabrice im Visier. Wenn einer von uns mal weint, bring das Lächeln des anderen zurück. Luft durch den Dich. Und wenn einer von uns mal weint, bring das Lächeln des anderen zurück. Es wird nur noch laut. Schnauze! Das war nämlich gerade das ist schön, schöner Cliffhanger. Ich habe dich gefragt, was macht dir am meisten Angst? Und dann warst du weg. Also ich stelle die Frage einfach nochmal. Ja. Liebe Maria, was im Musikbereich macht dir am meisten Angst? Also Business? Ja, oder nee, muss nicht das Business sein, sondern auch, ob den Leuten das... Ja, sowas, ne? Also ja, genau, wenn man rauskommt. Ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb ich mich so lange nicht getraut habe irgendwie.
Bin ja auch noch nicht draußen, aber es ist tatsächlich, also ein ganz großer Punkt ist natürlich, gefällt es den Leuten. Mhm. Und vor allem gefällt es den Leuten, die einen kennen. Also mir ist es ansonsten wurscht, das kriege ich ja nicht mit. Und wenn da jemand eine Rezension meint, irgendwo schreiben zu müssen, dann ist mir das auch egal. Das sind so viele Geschmackssachen und so vielen Leuten gefallen Sachen, die mir gar nicht gefallen oder andersrum. Und deswegen ist das auch wurscht. Aber wenn es Leute sind, die entweder vom Fach sind, da finde ich es ganz schwierig. Wenn die das dann kacke finden, dann finde ich das auch nicht cool. Oder ja, zum Beispiel auch aus dem Synchronbusiness. Ne? Das ist auch so eine Sache, weil das ist ja irgendwie wie so eine große Familie. Und die sind einem dann doch irgendwie alle irgendwie doch näher als jetzt so ein Arbeitskollege, wie ich mir das vorstelle, im Büro. Da ist es dem anderen, ich weiß das auch nicht genau, also keine Ahnung. Aber es gibt ja eine Menge Kollegen, also eine Menge nicht, aber es gibt ja einige Kollegen, die eine Band haben, Musik machen. Okay, stimmt. Also gut finden, reicht mir das. Ist das gut? Wenn die das, ja. Also Simon hat, glaube ich, eine Band. Dann Patty Roach hat eine Band. Da denken, der hat ein cooles Album letztens bei Tommy rumstehen gehabt. Bei Tommy Schneefuß. Auf jeden Fall Teda Bär, genau. Ja. Dann, selbst Jan-David Rönfeld hat eine Hardcore-Band. Aber also, hallo, ja. Also deswegen, das ist ja, ich meine, du arbeitest mit deiner Sprache, warum soll man dann nicht auch singen können? Yvonne ja auch. Also ich meine, Yvonne kam ja noch vom Musical. Also so gesehen ist es ja in Ordnung. Aber es ist, glaube ich, man denkt immer, du stehst gerade still. Genau. Genau. Ja, und so natürlich ein anderer Punkt ist, was meinst du? Ich wollte nur sagen, genau, man denkt immer so, jetzt singt sie auch noch dieses Ding bei Schauspielern. Ja. Die Dings, ich glaub, Barbara Schöneberger war es, ja. Mit dem Titel ist genau was. Ja, sehr gut, sich da direkt reinzusetzen. Ein anderer Punkt ist natürlich auch, du zeigst halt was sehr Privates irgendwie, ne? Oder nee, was Persönliches. Also privat vielleicht jetzt nicht, aber es ist halt persönlich. So. Das kann ich gut verstehen, weil bei mir ist es die Fotografie. Und ich habe dann irgendwann angefangen mit der Schwarz-Weiß-Fotografie und habe halt Models, die immer weniger anhatten. Und da habe ich auch überlegt. Ja. Geliked. Hast du geliked, die Seite? Vielleicht finde ich viele Sachen richtig cool, weil das auch schwer ist, finde ich, da die passenden Posen zu finden, dass das, also die Mischung zu finden, ne, zwischen irgendwie. Dass es nicht Playboy FHM ist, sondern, genau, sondern eher Peter Lindberg oder so. Ja, und das ist aber genau das Gleiche, weil dann machst du dich ja dann selbst auch nackig, weil alle sagen, guck mal, jetzt macht er hier noch Fotos und so. Ich habe das ja im Studium gemacht. Ich habe ja Design studiert und auch da Fotografie gemacht, aber mein Geld nie damit verdient, weil als Fotograf Geld zu verdienen ist schwierig und deswegen ist es so schön, dass es für mich ganz klar auch mein Hobby ist, wo ich sage, da möchte ich gar kein Geld mit verdienen. Und das ist ja bei dir mit der Musik wahrscheinlich ganz genauso, weil mit Musik kann man kein Geld verdienen. Kann man schon, aber ich sehe es jetzt nicht bei mir. Also, aber wenn jetzt, du bist ja jetzt mittendrin, wenn jetzt eine gute Fee käme und sagt, du darfst dich entscheiden in einer Sache, ich meine, im Synchron bist du ja schon mega erfahrung, aber wenn du dich entscheiden müsstest zwischen Synchron oder Musik? Da lynchen mich jetzt gleich alle. Auf jeden Fall Musik, weil es einfach eine Leidenschaft ist. Nee, da lyncht dich gar keiner, das ist ja eine Herzensfrage. Ja, naja, Synchron ist halt, es ist halt schon die Sache, dass ich da auch für, das ist, wenn ich es mache, brenne ich da auch für. Aber es ist nicht, wenn ich aus dem Musikstudio komme, dann denke ich, oh Gott, wenn ich das den ganzen Tag machen würde, dann wäre ich der glücklichste Mensch auf Erden. Also den ganzen Tag deinem eigenen Ausdruck verleihen und nicht einem Fremdcharakter. Der ist ja insofern spannend, dass man den bedient und den irgendwie greift, ne? Aber das andere ist halt einfach nur frei sein. Ich kann es komplett verstehen, weil ich ja aus der Werbung kam. Und Werbung macht mir auch Spaß, aber nach all den Jahren, wenn du dann nur noch Sachen verkaufst und so, ist es schon schöner, seine eigenen Sachen zu machen. Und, was hast du eigentlich nicht gemacht? Das musst du meinen Papa fragen. Der ist mit mir durch die Hölle gegangen, weil ich irgendwie alle 3 bis 5 Jahre meinen Beruf gewechselt habe. Ich habe tatsächlich schon sehr, sehr viel gemacht, ja. Ja, Wahnsinn. Aber Schreiben ist ja auch eine Leidenschaft, oder? Also am Anfang, wenn man reinkommen muss, ist es eher eine Qual. Aber wenn man dann mal im Tunnel ist, dann ist es toll. Aber der Anfang ist immer so das Schwierigste. Ah, jetzt bist du schon wieder weg. Das hat
unsere Verbindung ist toll. Ich werde, glaube ich, dann nochmal... Ja, aber ich bin direkt beim Router. Das ist Berlin. Näher an den Router kann ich nicht ran. Der steht einen Meter von mir weg. Ja, vielleicht wird einfach gedrosselt ohne Ende. Ja, stimmt, sind ja alle natürlich gerade im Internet, klar. Ja, das merkt man auf jeden Fall. Es ist Sonntag und ja. Ah, wir hatten einen Wochentag. Ich werde nochmal eine neue Begrüßung machen und darauf hinweisen. Und dann werde ich gucken, wie ich das schön zusammenschneide. Aber was hast du denn, du hast ja in deinen Videos ja auch gesagt, du willst 2025 spaßhalber fertig sein. Aber hast du tatsächlich so ein Ziel, wenn du sagst, wann soll das Album fertig sein? Ich wollte es letztes Jahr fertig haben, ich will es dieses Jahr fertig haben. Jetzt fertig haben. Ich will ja ich habe zu viele Songs. Ich habe 2015 ja dann so losgelegt, dass ich irgendwie 40 Songs auf der Festplatte hatte, die jetzt nicht komplett fertig sind, aber alle angefangen und irgendwie wollte ich auch alle irgendwie rausbringen. Es ist, also wir übertreiben jetzt, ich und meine vielen Ichs. Nein, aber ich glaube, so 20 wollte ich, glaube ich, hätte ich echt gerne behalten. Und jetzt, wo wir am Aufnehmen sind, bin ich tatsächlich schon so weit, dass ich sogar schon zwei von denen, die wir fertig haben, die halt noch nicht gemixt sind, aber fertig aufgenommen und Instrumental und so weiter fertig gemacht haben, dass ich die auch schon runterschmeißen würde, weil ich kurz davor war, ein Doppel- oder Triple-Album rauszubringen. Ich dachte, das schaffe ich ja nie. Krieg die ja alle nicht unter. Und man schreibt ja auch parallel dann eigentlich auch weiter, ne? Ja, klar. Du hast die alten Dinger da und denkst so, oh krass, aber jetzt habe ich ja wieder einen neuen Input und oder schreib halt auch so weiter. Und Willst du es auf CD veröffentlichen oder im Streaming? Ich war eigentlich mal so klassisch unterwegs, erstmal mit CD. Ich wollte sogar eigentlich eine Vinylplatte, finde ich halt auch geil. Irgendwie, da bin ich ja noch so oldschool. Ich würde auch ein Tape rausbringen, wenn die meisten Leute noch Tape-Decks hätten. Aber ich glaube, Plattenspieler ist eher wieder, ne, Retro und Vintage schick und überhaupt. Ja, es ist ein Freund von Jan David, Boris Halschow aus Hamburg. Der ist ja auch Musikkomponist. Soundtracks macht er. Er ist ja nach Hollywood gegangen vor vielen Jahren. Und schreibt auch für Amerika, für irgendwelche Serien und Computerspiele die Songs. Und der hat jetzt sein privates Album rausgebracht, auch auf Tape. Geil. Also natürlich auch, also du kannst als Tape, als Special Edition oder natürlich Spotify. Ja. Ja, okay, klar. Weil die Überlegung war ja, du kannst ja, ich kann mir vorstellen, dass das Problem ist, weil du arbeitest und du wirst immer besser natürlich, du hast immer mehr Anspruch und dann findest du die anderen Sachen, die alten, nicht so gut. Hast du nicht überlegt, schon Singles zumindest als Stream zu veröffentlichen? Ja, auf jeden Fall, aber da sind wir jetzt auch noch nicht, weil ich muss auch eigentlich, ich brauche überhaupt erstmal einen Albumtitel. Ich hatte totale Angst, dass du fragst, wie das Album heißen wird. Das wollte ich jetzt fragen, wie heißt das Album? Ich weiß es nicht. Aber du kannst ja schon, selbst wenn es nicht so heißt, du hast doch bestimmt schon eine Idee. Es heißt also eigentlich immer wieder neueste Track, den wir fertig gemacht haben. Ändert sich. Vielleicht wird es so ein, vielleicht mache ich das dann doch auf CD-Cover und man kann das so, vielleicht gibt es so eine changierende Schrift, weißt du, dass alle Titel einfach durchgehen und das Album eigentlich wie alle Titel heißt. Dann nennst du doch einfach ohne Titel dein Album. Ja, ich könnte es auch meine erste Platte nennen oder so. Ich weiß es noch nicht. Ohne Titel, aber mit Musik oder so. Ja, oder ich frage die Leute auf Instagram. Das ist auch eine gute Sache. Ja. So eine Umfrage. Ja, genau. Es wird ein Publikumsalbum. Genau, es wird kein Konzeptalbum, es wird ein Publikumsalbum. Das finde ich auch gut. Genau, alle müssen entscheiden, was aufs Album, welche Songs aufs Album dürfen. Und das singt. Es soll ein ganz anderes Album werden von, weiß ich nicht. Ja. Aber das bringt mich zur nächsten Frage. Also, okay, Album kannst du noch nicht sagen, aber wird das dann der Interpret Maria Koschny sein oder wirst du eine Band haben oder ein Pseudonym? Nee, nur Maria. Weil nur Maria. Ich finde einfach, Maria Koschny ist kein... Also, ich habe nichts gegen meinen Nachnamen, aber ich muss immer irgendwie an... Also ich habe da andere Assoziationen zu. Ich finde, das ist jetzt kein Name für einen Deutsch-Pop-Interpreten. Also, Maria, halt, ja. Gibt es denn schon Maria? Vorname. Nö, im amerikanischen Raum, aber nicht so jetzt, glaube ich nicht. Habe ich nicht gesehen. Aber so passt ja zu deinem Vorbild, Mariah Carey. Oh Gott, ja. Ich muss noch ein Haar hinten dran. Maria K. Maria K, ja genau. K. aus B. Nein. Ja, es gibt so viele Sachen. Nee, Pseudonym hatte ich auch schon überlegt, aber das ist auch, naja, du brauchst ja irgendeinen Bezug dazu. Und ich glaube, das wäre halt ganz real. So. Das wäre halt dann, das ist pur. Das ist ja wie Lena auch. Mein allererstes Album, das Iva-Debüt, hieß auch einfach nur Iva. Ja.
Oder? Ist doch gut, da warst du ja damals schon real. Die meisten haben ja erst ein Pseudonym und dann machen sie so ernste Musik, dann nehmen sie ihre Maske ab und heißen auf einmal anders. Nee, genau. Weil die Sido heißt ja immer noch Sido, auch ohne Maske. Ja, das stimmt. Gut. Wie heißt der eigentlich richtig? Wissen wir. Oh. Ja, doch, ich weiß, aber hier fällt mir gerade nicht ein, aber... Und wahrscheinlich auch nicht. Der kommt aus Ost-Berlin, glaube ich, ne? Jetzt schon, ja. Ja. Was habe ich denn noch an meiner Frage? Label? Ach so, genau, Label habe ich noch aufgeschrieben. Machst du dein eigenes Label auf, oder... Ich tendiere jetzt dazu, weil das einfach jetzt sowas an Mann zu bringen und letztendlich ist es ja auch so, dass ich halt auch ganz viel entscheiden will. Ich bin jetzt eben, wie gesagt, schon kurz vor 40. Ich habe keinen Bock, mir was vorschreiben zu lassen. Ich werde da. Und dadurch, dass ich ja nicht Geld verdienen muss damit, möchte ich es, glaube ich, alles selber bestimmen. Es ist natürlich viel Arbeit, glaube ich auch. Aber wie gesagt, es ist ja alles so druckfrei. Also... Ich möchte es halt trotzdem in diesem Jahr, das ist schon genug Druck noch, aber die Entscheidungen, die getroffen werden müssen, das ist alles nicht so, ja, also da habe ich eigentlich Raum und Luft und kann das alles selber, ja, ich glaube, den Freiraum darf ich mir nehmen, behaupte ich. Ja, auf jeden Fall, ne, du kannst ja davon ausgehen, wenn du ein Label hast, die werden auf jeden Fall dich dann ausschlachten mit Synchron und so und dich so, um dich so an die Reise da kam der Label-Tipp. Nein, stopp, du musst es nochmal sagen. Was, wenn du ein Label hast, dann habe ich nichts mehr gehört. Also nee, ich meine, wenn du ein Label hast, die werden das auf jeden Fall ja ausschlachten und dann sagen, ja, Synchronsprecherin Maria Koschny, jetzt ja. Album. Und ich glaube nicht, dass du das willst. Nee, also die tatsächlich habe ich es im Instagram-Account so gemacht, dass, weil sonst findest du mich ja gar nicht sozusagen. Ja. Also nicht, dass jetzt jemand, weiß ich nicht, ob da jetzt auch noch jemand guckt oder so. Aber Facebook ist jetzt nicht mehr so meine Plattform. Und deswegen habe ich es da noch drin gelassen. Das ist natürlich schon so ein Ding. Also ich möchte ja schon, dass es die Leute auch hören. So, also ganz unbekannt möchte ich jetzt auch nicht bleiben, dann kann ich es auch auf dem Rechner lassen. Aber das ist gut aufgehoben. Ein super Ratschlag, ja. Dein eines Album ist super, aber lass es nur mal auf einer Platte. Genau. Genau. Ja. Du solltest dir auf jeden Fall einen YouTube-Kanal zulegen. Also weil du, ich denke, in Berlin bei euch gibt es ja tolle Regisseure, dass du Musikvideos dazu machst. Ja, ja, das, ich habe auch ganz viele Ideen schon. Das ist immer eine Frage der Umsetzung. Und jetzt gerade auch wieder zur Corona-Zeit kann ich einige schon mal gar nicht umsetzen. Es sollen immer viele Menschen mit drin sein. Corona-Zeit ist auch ein gutes Stichwort, weil die Frage ist, wenn die Zeit vorbei ist, hast du dann vor, auch dann mal so eine Tournee zu machen, so eine kleine... Keine, also ich singe gern auch live, aber es ist mir eigentlich so mit Kind und so zu viel. Das musst du ja abends machen. Also ich kann natürlich irgendwelche lustigen Konzerte im Park geben, tagsüber. Aber ich bin auch, also ich bin da jetzt irgendwie in so einem Spießerleben angelangt. Oh, nein. Nö, ab einer gewissen Uhrzeit habe ich jetzt keinen Bock mehr rauszugehen. Und wenn dann, also dann nicht mit Termin. Dann will ich das spontan entscheiden. Ich treffe mich gerne mit Leuten abends, das ist nicht der Punkt. So, also ich bin auch auf der Straße, wenn es dunkel ist nochmal. Aber ich will dann nicht dann und dann irgendwie das machen müssen. So, also das ist auch für mich auch totaler Zwang und Druck und so. Und ist halt auch wieder die Frage, wie performst du es dann, wenn du ganz viel Rechnermusik gemacht hast? Also machst du es dann mit Band, machst du es fett, nimmst du nur einen Gitarristen? Und sowas würde ich gerne, glaube ich, nochmal machen, so eine Unplugged-Version beim Gitarristen. Das fände ich cool. Ja, das ist ja angefangen eigentlich mal, aber noch nichts, sind noch nicht aufgetreten. Das finde ich sehr spannend. Und jetzt nochmal so eine klassische Frage, weil du ja Mama bist. Hast du auch schon überlegt, Kinderlieder zu schreiben? Nein. Nein, habe ich nicht. Also beziehungsweise ich habe überlegt, wenn ich mal was Schlechtes gehört habe oder so, dann habe ich gedacht, oh, vielleicht machst du mal was anderes für deine Tochter. Aber ich habe ein Album für meine Tochter und für ein Feature, also beziehungsweise ich bin das Feature von ihr und sie auch manchmal von mir, also je nachdem, ich habe ihre... Jetzt hängst du wieder. Babylaute ganz frei, nimmst du ja immer was mal auf und so und sie hat zum Teil wirklich so fast gesungen irgendwie, das war ganz geil und entweder habe ich was zusammengeschnitten oder konnte es dort komplett so lassen und habe ein Beat draus gemacht oder so und das möchte ich auf jeden Fall nochmal machen. Sie einzubauen. Ja, ja. Nee, das wird ein Album komplett für sie. Little Miss M heißt sie dann. Also wegen Maria, sie heißt, hat ja auch einen Namen, der mit M anfängt. Ja. M gefällt mir. Hm? M gefällt mir.
Ja. Wegen Menger. Ja, gut. Little Mr. Emma. Schneider. Ach du, ich kann mir auch so eine kleine Perücke aufsetzen, wirklich. Großartig. Das wäre natürlich lustig fürs Titelfoto, da muss ich sie nicht marken. Aber ich habe also, hätte sogar ein Bild. Also ihr Album steht eigentlich schon. Das ist nur noch nicht aufgenommen. Das also das gut. Könnte ich, glaube ich, eher rausbringen. Okay. Ja. Nee, ich weiß noch, wie Ava noch klein war, da hat mir gut gefallen das Album von Heike Makatsch, was sie aufgenommen hatte, was bei den Jugendlichen. Ich gehört und ich glaube, ich habe sogar einmal reingehört, aber ich habe das nicht, dann müsste ich glatt mal googeln. Und das war wie? Und das ist das von damals, als sie den Film da gedreht hat, meinst du noch? Danach? Nee. Oder Kinder? Nee, es war ein Kinderalbum. Warte mal, jetzt muss ich erstmal im Flugmodus wieder rausgehen, damit ich währenddessen schnell gucken kann. Heike. Wenn ich groß bin, dann will ich ein Einhorn sein. Wenn ich groß bin, will ich groß Kind sein. Will ich wieder Kind sein, will ich wieder Kind sein. Wenn ich groß bin, will ich wieder Kind sein. Cool. Lass die Einhörner frei, lass die Einhörner frei, lass die Einhörner frei. Lasst die Einhörner frei, lasst die Einhörner frei, lasst euer Herz frei. Ich kann doch nicht gucken. Ach so, du zeigst es für die anderen. Also schon, dann kannst du es doch nicht gucken. Na, dann gucke ich mir das nachher an, wenn du das zusammengeschnitten hast. Aus dem großen Liederbuch von Tommy Ungerer. Ach so, sie hat... Heike Makatsch und der Hund Marie, die schönsten Kinderlieder. Also sie hat gecovert, genau, ja klar. Genau, okay. Aber das war sehr, sehr angenehm, weil es halt mal nicht so die... Techno-Nummer, ja. Kinderlieder waren, weißt du, das war sehr schön. Ganz schön zugeballert mit so schlechter Plastik-Beat-Mucke. Ja, ja. Aber es gibt ja trotzdem tatsächlich auch echt mittlerweile in den letzten Jahren auch echt gute Kindermusik, aber wir waren tatsächlich, Ava hat schon immer ganz früh eigentlich nur Hörspiele gehört. Und dann in dem Moment, wo es dann auch Spotify gab, dann hat sie ihre eigene Musik gehört. Das hat mich auch total überrascht, wie sie dann kam und meinte, oh, Michael Jackson ist toll. Ich dachte, wo kennst denn du Michael Jackson? Also, oh, krass. Ja. Das Einzige, von dem ich eigentlich mal Fan war, also nicht jetzt Fan, so mit in Ohnmacht fallen, aber den ich richtig, richtig cool fand, war mein erstes Konzert auch. War schön. Michael mit meiner Jackson Mutter. Oh, gleich zum King of Pop. Oh, Maria, unsere Verbindung. Im Interview bei Eva, checkt's aus, klickt rein immer wieder. So, ihr merkt, ich bin wahnsinnig inspiriert vom Dauer-Skype-Anrufton. Wir hatten heute eine technisch etwas schlechte Verbindung, der Eva und ich. Es ist Sonntag, es ist Corona-Zeit, jeder ist im Netz, aber ansonsten natürlich super Connector. Ich danke dir, Eva. Küsschen aus Berlin an euch alle. Ja, genau, jetzt bist du wieder da. Unsere technische Verbindung ist schlecht, aber dafür die menschliche ist gut. Aber ja. Du siehst mich so. Nicht. Aber was Musik betrifft, habe ich eigentlich alle Fragen gestellt. Da kann ich jetzt was zusammenschneiden. Und ich darf ja sicherlich von deinem Instagram ein paar Filme mir runternehmen, die ich einfach mal dazwischen mache. Ich glaube, dann hat man... Wenn du jetzt hier live singen würdest, das wäre ein bisschen hart. Irgendwie komisch. Also ich kann dir, wie gesagt, noch drei nahezu Final Mixes rüberschicken, aber das ist halt nur Audio. Ja, das ist ja das, genau. Ich will ja hören, wie du singst. Ja. Dann, ist aber auch schwierig. Ja, ist das dann nicht krumm? Ja, gut, mach mal. Ich guck mal, ob ich was Schönes dazwischen schneiden kann. Wir haben ja jetzt ein paar Breaks gehabt, weil es nicht funktioniert hat. Da schneide ich die einfach so dazwischen als Pausenfüller. Genau, sehr gut. Sehr schön. Oh Gott. Und überlegen, ob ich dir noch was schicke. Ja? Ich habe jetzt noch die letzte Frage, um zumindest da nochmal zum Synchron zurückzukommen. In Berlin sind ja jetzt immer noch alle Studios geschlossen. Weißt du, ab wann es wieder weitergeht? Montag. Montag geht's. Ach, Montag geht's los. Ja. Montag geht es mit einer Abendschicht los bei mir. Wow, weil ich glaube ja auch, wahrscheinlich ist ja jetzt auch gleich super viel geworden, oder? Weil viel liegen geblieben ist und viele Filme jetzt warten, dass es losgeht in Serien. Ja, die sind, glaube ich, richtig am Rödeln gerade. Oh. Wow. Ja, aber gut, es war jetzt keine große Pause. Ne? Es waren zwei, also klar, fürs Filmbusiness schon, aber es waren ja nur so 2-3 Wochen. Ja. Glaube ich. Also ihr habt mir gedacht, dass es länger wird, deswegen geht's noch.
Aber für die Firma ist natürlich heftig, klar. Ja, auf jeden Fall. Nee, und auch von der Koordination wird es ja auch schwierig, weil jetzt überlappt sich ja auch einiges. Du musst nachholen plus die neuen Aufträge. Das heißt, du wirst wahrscheinlich auch mehr zu tun haben. Weniger Tonstudio, also weniger Musikstudio. Nein! Der Fabrice-Freitag bleibt. Das ist echt mein fester Tag. So. Nee, aber klar, den opfere ich natürlich dann auch mal. Aber wie gesagt, jetzt erstmal ist tatsächlich viel Abendschicht. Da gehe ich eh nicht zu Fabrice. Alles gut, es bleibt erstmal dabei. Schön. Ja, alles beim Alten. Maria, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast. Danke nicht, dass du dir Zeit genommen hast und die Mühe und. Sehr gerne. Die Mühe kommt jetzt, wenn ich das noch schneiden muss mit den ganzen Löchern dazwischen. Oh mein Gott, ja, ich bin gespannt, was du draus machst. Ja, euch auch. Mal gucken, ob ich das irgendwie hinkriege. Ah, ich denke ganz, ganz sicher. Du bist ja ein kreativer Kopf, genau. Dann ganz liebe Grüße nach Berlin. Bleibt alle gesund mit der ganzen Family. Und, danke schön. Und wir sehen uns ja sowieso dann ja bei Tommy. Hoffentlich dieses Jahr noch. Jetzt bist du schon wieder eingefroren. Okay. Genau. Ist auch schon wieder Mann, ey. Jetzt, alles gleich. Klar. Hallo? Dann, ich höre nichts von dir. Du hörst nichts. Ich sag schon mal dann. Tschüss. Tschüss, Marie. Tschüss. Marie, jetzt sag ich auch noch Marie. Maria. So bin ich schon verwirrt. Marie. Marie. Geht dir schlecht? Nein, Entschuldigung, das war es nicht an dich, aber das ist das einzige Lied, was ich von Joachim Deutschland auswendig kann und was ich richtig geil finde. So, deswegen musste ich das jetzt kurz, kam jetzt kurz aus meinem Assoziationshirn. So, Iva, ich wünsche dir ein wunderschönes Restwochenende. Danke schön. Draußen auch, weil je nachdem, wann du das auf Insta. Donnerstag, 20.15 Uhr. Donnerstag, 20.15 Uhr, Primetime. Ja, 20.15 Uhr gegen Germany's Next Topmodel. Ob wir das schaffen, aber ist ja schon die 25.000. Staffel, das könnten wir, ich glaube, ne? Ja, wir kommen, das wird jetzt erscheinen in 2 Wochen, der Donnerstag, glaube ich. Da ist wahrscheinlich dann das Finale. Oh Gott. Aber man kann sich ja immer angucken. Das ist sozusagen nur die Premiere. Okay, gut. Gute Sache. Auf jeden Fall habt ihr viel Spaß. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ja, das war Maria mit leichten Verzögerungen und technischen Problemen. Aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem viel Spaß und bleibt mir alle gesund. Ganz liebe Grüße und wir sehen uns dann nächsten Donnerstag um 20.15 Uhr. Bis dann. Tschüss.